Ein schwieriger Schauspieler, der gebänderte Pinselkäfer. Schwierig, weil einerseits ist er schlafend und andererseits ist er dann sehr aktiv wieder. Ja. Und hier haben wir versucht, eine Weckaktion zu starten. Wir haben auch seine Frisur etwas neu modelliert, aber er blieb unbeeindruckt. Er hat wirklich tief und fest geschlafen. Ja, auch ein Tritt in den Hintern hilft nicht. Man muss einfach warten, bis sie die richtige Körpertemperatur haben, um zu schauspielern. Um aktiv zu werden, ja. So wie der hier. Ja. Der hat jetzt eine bräunliche Frisur, der andere hat eine weiße. Ja. Ja, sie sind ein bisschen unterschiedlich. Der hat auch wieder eine weiße und wieder eine bräunliche. Aber das hat nicht mit dem Geschlecht zu tun. Nein, ich hoffe, es ist immer der gleiche. Es gibt auch ganz ähnliche Arten, aber Hier ein kleiner Panzer. Der grüne Schildkäfer. Also, wenn man die Fühler nicht sehen würde vorne, würde man denken, er hat keinen Kopf. Oder? Ja, sie sind wirklich super gut getarnt. Und auch gepanzert also. Ja, ja. Und sie sind so etwa 8,5 bis 10 mm lang. Und in Europa weit verbreitet. Aber schwer zu erkennen. Oder zu finden. Ja. Sie leben ziemlich tief im Gras unten. Hier ein, was ist das, eine Strauchschrecke? Eine Dornschrecke. Eine Dornschrecke. Ich habe gelesen, es gibt nicht so viele von diesen Arten. In Europa nur 12. Und in Deutschland sogar nur 6 Arten. Ja, dann müsste man sie eigentlich bestimmen können, oder? Ja, es ist trotzdem schwierig. Von der Färbung her sind sie ähnlich. Und sie leben eigentlich am Boden. Und sie fressen Algen und Moose. Ja, das hatten wir schon mal. He? Genau. Einer, der Moos gefressen hat. Und sie sind auch sehr klein, also 5-6 mm. So etwas, ja. Ja. Und der hier hat sich einfach gesonnt. Eine Larve von der Stinkwanze. Genau, von der grünen Stinkwanze. Was hier besonders ist, ihr Kleid hinten hat Knöpfe, oder? Die modernen Wanzen haben doch Reißverschlüsse, denke ich. Oder vielleicht Klett, aber sie hat 2 Knöpfe. 3. Sogar 3. Das ist ein Baby. Das Larvenstadium vielleicht, die 2. oder 3. Häutung. So etwas, ja. Ja, das vielleicht die 4. Schon etwas dunkler gefärbt. Ja, ich habe mir leider nicht notiert, wie viele Häutungen sie durchmachen. Und das ist jetzt schon fast die letzte wahrscheinlich. Oder die vorletzte. Stinkwanze, weil sie können ein Sekret absondern, das unangenehm riecht, oder? Genau, ja. Und das dient dann zu ihrer Verteidigung. Also wir haben das nie mitbekommen, weil... Ja, draußen bemerkt man das nicht. Ja, ich denke schon, aber sie waren zu uns immer freundlich. Ja. Sie suchen manchmal auch ein Winterquartier in Wohnungen. Dann bemerkt man vielleicht etwas, wenn sie dann Angst haben und ihre Sachen loswerden. Und ich habe gelesen, grün ist übrigens ihr Sommerlook. Ah ja? Ja, im Herbst können sie rotbraun oder braun werden. Aha, bessere Tarnung. Ja, das ist jetzt die erwachsene Wanze hier. Ja.
Wir sehen sie ab und zu. Ja, man sieht sie viel noch. Nicht so oft wie die Lederwanze, aber doch ab und zu. Ja. Und sie sind nicht wählerisch, sie fressen an verschiedenen Pflanzen. Oder auch Beeren, das haben sie auch gerne. Ja. So findet man sie. Hier mitten im Gebüsch. Sie sind schon noch gut getarnt. Ja, man muss schon hinschauen. Ja? Eine Altbekannte, bei uns ist sie relativ häufig. Die Gartenkreuzspinne. Ja. Auf dem Rücken, ja, man könnte sagen, es ist wie ein Kreuz. Hm? Ja, sie haben eine spezielle Färbung. Ja. Und das ist jetzt schon der zweite Teil. Den ersten Teil haben wir in Teil 45 publiziert. Ja. Hier das Kreuz etwas größer. Sie ist auch haarig, he? Ja. Sie ist eine der größten Spinnen in Europa. Hat sie irgendeinen Käfer gefangen? Nun, es ist natürlich immer schwierig, das zu filmen, weil das Netz kann man nicht stabilisieren, ohne es zu zerstören. Genau. Und das machen wir grundsätzlich nicht. Wir belassen die Natur, wie sie ist und versuchen dann halt einfach das Beste daraus zu machen. Ne? Genau. Und hier ist sie eigentlich schon an einem Vorrat. Sie spinnen, wie sagt man, sie wickeln die Insekten ein, um Vorrat zu haben eigentlich. Ja, man sieht das oft, dass irgendein eingewickeltes Insekt, ein Käfer oder eine Schwebfliege oder was im Netz hängt, an einem Faden hängt. Genau. Und die Spinne greift dann darauf zu, wenn sie Hunger hat. Genau. Ja, hier kommt der nächste Kandidat für den Oscar. Aber er war relativ weit weg. Ja. Also, wir haben das mit der Nikon, mit dem 3000er Tele gefilmt. Ja. Und ja, die Qualität ist eigentlich noch ganz anständig in diesem Fall. Also, ist gut geworden, ja. Gut, das Zoom war nicht voll ausgenutzt. Nur zu einem Teil, vielleicht zwei Drittel. Ja. Und das ist die Vierflecklibelle. Und wer zählen kann, kann feststellen, es sind 8 Flecken, oder? Wenn man alles zusammennimmt. Ja, sie hat sich sehr schön präsentiert und immer wieder Jagd gemacht, irgendetwas gefunden und gefressen, und hier hat sie vermutlich Kaugummi erwischt oder was. Also ein Insekt sehe ich nicht, aber sie kaut. Ja, sie ist die ganze Zeit am Kauen. Bei uns relativ selten anzutreffen, die Vierflecken. Das zweite Mal, dass wir sie gesehen haben. Ja. Einmal am Neuenburgersee und das zweite Mal in einem kleinen Naturschutzgebiet in unserer Umgebung. Ja, aber das erste Mal, das kam nicht so gut, diese Filme.
Das war zu weit weg, noch zu weit weg. Ja, und zu windig. Ja. Hier hat sie einen schön stabilen Zweig gefunden. Als Ansitzjäger. Gibt es noch etwas über sie? Sie ist groß, sie ist 40 bis 48 mm lang. Und sie gehört zu den Großsegellibellen. Ja, 5 cm. Ja, es gibt sehr viele Informationen über diese Libelle. Dann empfehlen wir doch Wikipedia. Genau, ja, dort gibt es sehr viel zu lesen. Ja, das wär's. Bis später. Bis dann.